Ja, erstmal guten Tag an alle. Und ja, wie ist es abgelaufen? Man freut sich auf ein Spiel, ist nach dem Derby-Sieg voller Euphorie. Dann fällt das Spiel aus gegen Luckenwalde und versucht dann umzugestalten und kriegt das auch hin und freut sich dann auf das Spitzenspiel. Und ja, wir testen ja jeden Tag, was wir ja immer machen. Und ja, dann kommen eben in der Situation Corona-Fälle und machte dann auf schnell einen PCR-Test, wo wir, denke ich, da auch sehr gut aufgestellt sind und die Möglichkeit haben, auch diese PCR-Tests zu machen. Und ja, auch in diese Richtung vielen Dank, dass es so schnell ging, dass wir eine Gewissheit haben. Ja, und da stellt sich eben doch fest, dass mittlerweile dann mit dem einen Fall vorher drei positive Fälle haben. Ja, wo wir dann das gestern Training abgesagt haben. Kurzfristig, weil eben wir schon vorher 2 Tage trainiert haben. Zwar alle anderen negativ waren und um erstmal abzuwarten, was die PCR-Tests machen. Und ja, heute Morgen oder gestern schon haben wir dann die Gewissheit, dann, dass noch, also 2 weitere, also insgesamt 3 positive Fälle haben. Und heute Morgen, kamen dann noch Anrufe, wo die Symptome haben und leichte Symptome haben. Und das ist jetzt so die letzten 1,5 Stunden gewesen, wo man sich damit beschäftigt, was jetzt damit passiert. Es sind drei, also ein positiver Fall ist schon am Montag, wo er Symptome hatte nach dem Spiel. Also Montag hat er Symptome gehabt, danach PCR-Test und dann Quarantäne. Und gestern eben positiver Fall, wo wir dann PCR-Test gemacht haben und dann abends dann Gewissheit war, dass zu diesen einen noch einer gekommen ist. Also 2, 3 sind es jetzt insgesamt positive Fälle mit PCR-Test. Und heute Morgen ist dann so, dass sich 3 Spieler gemeldet haben, die gestern, also der PCR-Test war negativ, alle anderen Tests waren auch negativ, aber haben eben Symptome. So mit Husten und Halsschmerzen, also diese üblichen, ob es jetzt Corona ist oder werden wir eben sehen, weil jetzt sind sie zum Arzt gegangen, weil die hier nicht aufs Gelände können, wenn sie Symptome haben, ist ja so durch die Hygienekonzept, dass sie eben nicht aufs Gelände können. Alle anderen, die negativ waren und keine Symptome haben, werden gleich kommen, dann machen wir nochmal einen PCR-Test und dann ja, werden wir sehen, was dann, wie schnell das ausgewertet wird und wann das fertig wird. Und dann müssen wir gucken, wer noch dazu kommt oder gar nicht. Also Stand jetzt, aktuell jetzt, haben wir 14 fähige Spieler. Also eigentlich 15, weil einer ist auch verletzt. Das heißt 14 fähige Spieler, also inklusive Torhüter. 12 Feldspieler und 2 Torhüter. Ja, wie gesagt, also wir haben ja nach dem Derby-Sieg wollten wir den Schwung mitnehmen und da ist ja die Situation beim Gegner gewesen, was jetzt bei uns so ein bisschen ist und Spiel abgesagt worden. Also, ja, die Jungs haben gut trainiert, ja, auch diese spielfreie Woche auch gut überstanden und die Woche sah sehr, sehr gut aus von der ganzen Sache und ja, optimistisch, ich bin immer optimistisch, wenn ich in ein Spiel reingehe, weil ich weiß, wenn wir unsere Leistung abrufen, hat man ja gesehen gegen viele Gegner, was dann passieren kann, ja. Aber es ist eben so, das haben wir von Anfang an der Saison gesagt, wenn das eine oder andere nicht passt, ob es jetzt angeschlagene Verletzte ist oder wir nicht unsere totale Leistung bringen, in dem Sinne unser Spiel durchbringen, dann wird es gegen den einen oder anderen Gegner schwierig. Das hat man ja gesehen gegen diese Mannschaften, die eben BFC, wo wir erstes Spiel ja hoch verloren haben, dass die schon da gezeigt haben, was für eine erstmal Qualität, das ist das eine, aber anderes, dass die eben auch absolut eine erfahrene Mannschaften ausgebufft sind, ja, wo wir da so ein bisschen nach dem 1-1 in der zweiten Halbzeit gut gestartet, da machen sie das 2-1 und dann spielen sie das eiskalt runter und hauen uns kurz vor Ende noch 2 Dinger rein. Ja, und das hat man eben auch gesehen jetzt gegen Altklinike und gegen BRK, was für eine Qualität die haben. Aber wir müssen immer gucken, klar, vor dem Gegner Respekt haben, aber anders gucken, dass wir selber eben so gegen diese Mannschaften, die Spitzenmannschaften, die ja Anfang der Saison oben um Aufstieg spielen wollten, und da zähle ich eben jetzt auch Chemnitz, Jena und Altklinike, und da haben wir 7 Punkte geholt. Das ist das, was ich gesagt habe. Wenn wir da
gerade jetzt gegen Altklinike, wo die zu dem Zeitpunkt ja, ob es Jena war, BRK war, sie haben ja alle Spitzenteams weggehauen und wir haben da souverän 3-0 gewonnen hat. Aber wie es anders passieren kann, ist, hat man hier gegen Cottbus gesehen, dass die dann, wo wir jetzt nicht schlecht gespielt haben, aber einfach sagen muss, die waren einfach klar besser, die waren vom Strafraum besser, wir sind nicht in unser Spiel reingekommen und das muss man denen dann akzeptieren und respektieren, aber das gehört eben zum Fußball. Aber Ja, ich denke, dass wir versuchen müssen, uns davon nicht runterziehen zu lassen, positiv zu bleiben und uns auf die Spiele, die kommen, zu fokussieren. Und zur Hinrunde muss ich sagen, ich denke schon, dass wir eine gute Runde bis jetzt gespielt haben. Wäre vielleicht noch ein bisschen mehr möglich gewesen. Aber aus diesen Spielen lernt man halt und ja, wir werden versuchen, das in der Rückrunde zu optimieren. Theo macht das schon sehr, sehr gut. Ja, ich wollte ja Theo schon vorher haben. Ich kenne ihn aus der Jugend von Magdeburg und der hat den Weg erstmal nach Chemnitz genommen. Hat aber immer gesagt, dass er eben sein Studium für seine Zukunft so sein Traumjob ist. Und dann ist er angenommen worden und ja, dann ging es eigentlich sehr, sehr schnell, weil wir ja schon vorher intensive Gespräche gehabt haben, ein Jahr vorher. Ja, dann ist er hierher gekommen und am Anfang musste er sich ein bisschen ich denke, an das Spielstil reinfuchsen, aber man darf nicht vergessen, er ist gerade mal 20 Jahre alt und jetzt, der macht es schon gut und ich denke, der ist nicht bei 100%, wäre schade, also wäre auch blöd für ihn, wenn er jetzt mit 20 bei 100% wäre. Ich denke, der hat noch eine ganze Menge, der kann sich sehr gut selber einschätzen. Er hat es ja gesagt, sein Abschluss, ja, es gibt Situationen, wo er dann nicht aufs Tor schießt, sondern querlegt, wo man einfach sagt, ey, du bist ein Offensivspieler, knall das Ding einfach rein. Aber Theo, gerade auch diese Doppelbelastung war es für uns beide auch wichtig und gerade für mich, weil ich das kenne aus meinem alten Verein, wie schwierig das ist. Und war für mich wichtig, mit ihm darüber zu reden, weil wenn du das machst, musst du selber 100% wollen, weil sonst wird es schwierig, weil dann bleibt ein Ding auf der Strecke. Und bei Theo war vom ersten Augenblick klar, dass er das, wie man das schön sagt, selber managen kann. Also dieses Schule, also Uni, Montag, Dienstag ist ja eine Pflicht da zu sein. Ja, die anderen Tage hat er ein Praktikum in der Firma von Thorsten Kracht, ja, in einer Immobilienfirma. Und das ist ein bisschen einfacher zu regeln. Ja, da hat er auch was zu machen und zu tun. Aber den Montag, Dienstag, das ist eben ein Tag, wo er ab und zu nicht da ist, ja. Sehr oft hat er Glück, wo es eben frei war oder ist es nur auslaufen, kann er selber auslaufen. Einmal war es so, dann haben wir ja zu zweit abends trainiert, ja, weil dann wäre es Montag und Dienstag frei, das ist dann zu viel gewesen. Und ja, das macht er aber auch mit, das will er von sich selber auch und deswegen war für mich klar, dass es geht, weil ich habe auch Fälle gehabt, wo es auch sehr gut geklappt hat, auch richtig mit Schule, wo die dann Abi hatten und es ist immer so Oktober, November, Dezember, ja, die Doppelbelastung merkt man bei den Jungs dann, dass sie ein bisschen im Kopf müde sind. Körperlich werden sie nicht müde, sind sie alt, sind sie jung genug, da kann man die jagen, aber denke, vom Kopf her, wenn du müde bist, dann wird es ein bisschen schwieriger. Da müssen wir immer achten. Aber bis jetzt hat das sehr gut gemacht. Ich denke einfach, dass es wichtig ist für jeden, gerade für Fußballer nach der Karriere, was zu haben, was man machen kann einfach und nicht dann dazustehen und zu denken, okay, was mache ich jetzt? Und dafür wollte ich mir halt eine Basis legen, genau. Und ja, ich denke, man wird sehen, wie es im Fußball weiterläuft. Vielleicht geht es noch ein bisschen höher, dann würde ich das gerne machen natürlich, aber immer mit dem Hintergedanken, dass ich danach was habe, was ich auf jeden Fall sicher machen kann. Das sind zwei verschiedene Spiele. Es war der erste Spieltag und ich habe ja von vornherein gesagt, Jena BFC, das sind so Mannschaften für mich, die ganz, ganz oben mitspielen. Und dann kommen eben ganz viele, die genannt worden sind. Ja, das sind sechs, die immer genannt worden sind. Lok Leipzig wurde, ich glaube, von einem einzigen Trainer unter den Top 3 genannt. Sonst kein einziger hat irgendwas von uns erwähnt, haben so, ah, ja gut, Pokalsieg geholt, ist in Ordnung. Und jetzt spielen wir so eine Runde und jetzt wird ja jetzt geredet, gerade die Fragen, wenn ihr verliert, dann verliert ihr das aus den Augen.
Und das sind so Fragen, wo für mich so, als Sportler willst du oben immer stehen, ja, gerade Lok Leipzig, großer Verein und. Aber es ist immer so, man muss sich ja immer wieder wiederholen und sagen, was haben die Leute oder was haben wir gedacht, was am Anfang passiert, also von der Sache. Und wir sind eigentlich, wenn man dieselbe Spielzahl sieht, sind wir eigentlich Dritter. Und haben aber 9 Punkte zum Spitzenreiter. Und ich denke, dass wir uns von der Sache her sehr, sehr gut entwickelt haben, dass wir zwischendurch eine absolute, auch aus den Spielen von Spielen gegen BFC, gegen BHK, viel gelernt haben. Auch das Spiel in Eilenburg, wo wir eigentlich gewinnen müssten und kurz vor Ende Tor bekommen, auch gegen BHK kurz vor Ende Tor bekommen, haben wir gelernt, weil wir in anderen Spielen, wo wir Auerbach, Hertha oder jetzt Chemie, doch das 1-0 über die Zeit bringen und dann ein bisschen anders spielen, nicht offen sind, sondern einfach sagen, okay, gut, bis hierher war es okay, aber jetzt wollen wir einfach gewinnen und nicht irgendwie kopflos alles aufmachen und auf das zweite 3-0, 3-0 zu gehen. Und ich denke, dass das ein Punkt ist, wo wir gelernt haben, ja, weil sagen, okay, gut, wir versuchen unser Spiel durchzubringen, aber irgendwann, wenn es eben 1-0 steht oder wie gegen BRK steht 1-1, und wir würden unbedingt 2-1 machen, was für die Mannschaft absolut gut ist, aber du kannst dann eben nicht so offen stehen, ja. Und das ist uns danach eben nicht mehr passiert. Und das sind so, auch gegen BFC war 2-1, ja, stehen wir auch offen und kriegen das 3-1 und dann ist das vorbei. Du kannst eben dann 2-1 spielen und bist trotzdem, stehst kompakt und sagst, okay, gut, vielleicht rutscht mal einer hinten durch einen Standard, Einzelaktion, durch individuelle, machen das 2-2. Und ich denke, dass wir da die Schritte gemacht haben, was wir auch gut gemacht haben. Wir haben viele verschiedene Facetten gezeigt, ob es gut stehen, Umkehrspiel. Nicht umsonst haben wir 11-mal zu 0 gespielt, sind, glaube ich, die zweite oder drittbeste Abwehr oder zweiter oder drittbester Sturm, haben sehr viele Spiele 4-0, 5-0 gewonnen. Also das gab es auch vorher nicht. Und das sind ja alle Sachen, wo man einfach sagen muss, also die erste Halbserie, obwohl noch ein Spiel fehlt, haben die Jungs sehr, sehr gut gemacht. Ja. Und alles andere ist ein Zugrot, dass wir jetzt zum BFC gehen und dann diese Frage kommt, wenn du gegen die gewinnst, zum Nachholspiel gewinnst, dann sind es nur 3 Punkte. Ich denke, das ist für die Mannschaft ein Riesenkompliment.